Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit eurem lieben Ulinator. Wir spielen heute da weiter, wo wir beim letzten Stream aufgehört haben, am Freitag. Und ihr habt wahrscheinlich gesehen, den letzten Stream musste ich in zwei Etappen hochladen, weil der zu lang war. Das waren 5,5 Stunden und den konnte YouTube als Twitch-Export nicht verarbeiten. Deswegen nicht wundern, der letzte Stream von Freitag waren 2 Folgen, aber das habt ihr schon gesehen. Und in der letzten Folge im Stream sind wir 120 geworden. Und genau da, wo wir aufgehört haben, spielen... Nicht 120, so schnell wäre ich gerne. Aber wir sind 112 geworden. Und genau da, wo wir aufgehört haben im Stream, spielen wir heute weiter. Und zwar im wunderschönen Suldasar in der kleinen Gegend Xibala, ja, die mir extrem gut gefallen hat. Und hier werden wir jetzt auch weiterspielen und diese Aufnahme zumindest hier verbringen. Mal schauen, danach werde ich noch eine Aufnahme machen. Vielleicht kommen wir auch wieder zurück nach Dazar Alor. Da haben wir eine Quest, die wir abgeben können. Aber zuerst machen wir dieses Gebiet hier fertig, so wie es sich gehört. Und jetzt fängt es hier wieder mal schön an zu schiffen, Freunde. Und der Budami, den wir im letzten Stream ja kennengelernt haben, der liebe Tim, der wispert mir wieder Nachrichten zu. Vielleicht will er mitspielen. Ich muss mal schauen. Warte mal, ich guck mal. Vielleicht will er mitspielen, dann lade ich ihn mal ein. Aber ich kann ihn gar nicht einladen. Ich glaube, er ist in einer Instanzwarteschlange. Aber ist auch ganz okay. Dann machen wir einfach diese Folge und die nächste alleine, ja. Und heute ist wieder eine richtig schöne YouTube-Folge angesagt. Mit maximaler Grafikqualität. Ihr wisst ja, die YouTube-Folgen, die ich extra aufnehme und rendere, die haben eine ganz andere Qualität als die Streams und deswegen ist es mir auch nach wie vor wichtig, Content für YouTube zu produzieren. Und wie ich ja schon im letzten Stream gesagt habe, diese Ecke hier hinten in Suldasar, Xibala, ich zeig's nochmal, das ist hier ganz unten am Meer, die gefällt mir wirklich mega, mega, mega gut, weil genauso wie Suldasar ist das hier alles natürlich Dino-Gebiet, aber wir sind hier ganz dicht am Meer, an der Küste und diese Graslandschaft und diese kleinen Tempelanlagen, die hier überall sind, die sind einfach wunderschön. Ich bin letztes Mal im Stream ja total aus dem Häuschen gewesen, wie das hier aussieht und ich genieße das alleine hier schon durchs Gras zu laufen und mir einfach alles anzuschauen. Wir haben gleich 2 Quests, aber guckt euch das mal an hier, wie toll das hier aussieht und jetzt hier im YouTube-Video müsste das auch wieder richtig geil rüberkommen. Ohne Pixel und ohne irgendwelche Artefaktbildung. Und jetzt renne ich hier natürlich direkt in einen Gegner rein, ja? Oh, der mich gleich... Der mich gleich umgebumst hat. Der war Level 120, Grenadier der Dunkeleisenzwerge. Ja, so ist das, wenn man durch die Gegend rennt und träumt. Dann wird man gleich mal umgenietet. Aber da habe ich kein Problem damit. Ihr wollt ein bisschen Zeit mit Wonsami verbringen? Mega cool, der Geistheiler, der hat auch wieder einen frischen Spruch am Start. Das habe ich heute auch gelesen, glaube ich, irgendwo im Forum oder in irgendeiner Facebook-Gruppe, dass die Geistheiler wieder anfangen, sich über uns lustig zu machen. Aber, und das ist auch wieder eine coole Möglichkeit, unser Stilmittel einzuwenden. Wenn ich gestorben bin, und zwar lasse ich ja immer den Ton ein bisschen schneller laufen und damit das nicht so langweilig ist. Aber wieso da jetzt ein 120er angelatscht gekommen ist, ein Dunkeleisenzwerg mit 120? Das finde ich schon heftig. Ganz schön übel, da geht man hier verträumt spazieren, ohne Interface und dann wird man direkt umgenietet. Das finde ich eigentlich fast schon unverschämt, Freunde, ja? Damit konnte man nicht rechnen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo eine... So, ich gehe mal hier hin. Ich verziehe mich mal lieber wieder ein wenig aus diesem Gebiet. Und werde jetzt erstmal reparieren. Denn natürlich haben wir fetten Schaden bekommen durch das Ganze. Aber wieso rennt denn hier ein 120er rum? Die ganzen Mobs sind Level 111. Das finde ich jetzt relativ unverschämt, muss ich sagen. Ich laufe hier nichtsahnd durch die Gegend. Und so, ich werde mir das Ganze nochmal genau angucken. Aber diesmal mit Interface und dann blende ich mal hier die Humanoidensuche ein. Damit ich nicht direkt wieder Minimus. Hier, so da hinten ist einer. Genau hier in der Richtung.
Der ist 120. Ist das hier ein Ali-Lager? Moment, das gucken wir uns mal genau an. So. Die sind alle 120 hier, die Typen. Das scheint wohl ein Stützpunkt zu sein der Allianz, wo alle 120 sind. Und ich bin hier wohl einem Wächter in die Arme gelaufen. Hier rennt auch ein Spieler rum, der hat schon fast 90.000 HP. Okay, dann wundert mich das natürlich nicht. Dann habe ich auf jeden Fall in der Gegend da hinten nichts verloren, Freunde. So. Aber trotzdem ist dieses Gebiet wunderschön. Und ich glaube, wenn ich mich ein wenig hier fernhalte, dann sollte mir auch nichts weiter passieren. So, prima. Ich bin, glaube ich, im letzten Stream nicht einmal gestorben. Und jetzt direkt in der ersten Minute. Hier, mit dem Typ komme ich klar. So, gleich drei auf einmal waren das, oder? Drei, okay. Ich will hier nur friedlich spazieren gehen, Freunde, aber irgendwie ist es mir nicht vergönnt. Ich glaube, wenn ich diesen Weg hier weiterlaufe und mich ein wenig in diese Richtung halte, dann komme ich dahin, wo ich hin will. Und ich werde jetzt trotzdem, egal was passiert ist, wieder das Interface ausblenden und einfach so tun, als wäre dieser gemütliche Spaziergang durch Xibala weiterhin friedlich und nett. Aber es ist ein gefährliches Gebiet auf jeden Fall. Mit ganz schön fiesen. So, ich glaube, ich muss in diese Richtung. Genau, ich muss dahin. So, dem kann ich aus dem Weg gehen. Schon wieder. Moment, Moment. Ich muss gucken, dass es nicht wieder ein 120er kommt. Okay, das ist einer von mir. Ein lieber Allianz-Spieler. Ah, und hier war die Quest, genau. Hier, das war ja der Questgeber. Okay, dann müssen wir in diese Richtung. Und ich hoffe, hier passiert mir nichts. Aber schaut euch mal alleine diesen Dino hier an, Freunde. Wie der da unten steht und hier oben an diesem Baum frisst. Ein Brutosaurier. Ich habe schon gesehen, dass mein Kumpel Exitus, der ja ein großer, bekannter Goldfarmer ist, ja, an dieser Stelle Grüße an Exitus, mein lieber Freund. Der hat, glaube ich, schon so einen Teil. Ich glaube aber, die 5 Millionen, die hat er auch aus seiner Portokasse bezahlt. So, die müssen wir auf jeden Fall killen. Die sind Level 111. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. So, 2 von 7. Das waren, glaube ich, die nächsten Gegner. Trotzdem, ich blende auch hier nochmal das Interface aus. Hier sind wir an der Küste. Da hinten kann ich eine kleine Insel sehen. Mal schauen, ob ich die auf der Karte entdecken kann. Das ist wahrscheinlich diese Insel. Ich weiß nicht, ob man da hinschwimmen kann, ohne dass man an Erschöpfung stirbt. Wahrscheinlich wird das schwierig. Aber nachher, wenn wir, oder später, wenn wir einen Flugmond haben, dann gucken wir uns diese ganzen Sachen an. Das ist ja völlig klar.
Ich glaube, ich hau einfach mal mit dem Mehrfachschuss rein, weil hier hat gerade ein anderer Mitspieler alle gepult. So. Und in den YouTube-Videos ist es auf jeden Fall so, da werden wir levelmäßig nicht so weit vorankommen, weil jede Folge geht ungefähr 30 Minuten. Aber das ist auch okay. Wir werden das in den Streams ja machen. Wir können in den Streams, da haben wir ja viel mehr Zeit. Ungefähr 7 Stunden Streaming-Zeit oder mindestens 6 Stunden. Und da können wir auf jeden Fall wesentlich mehr vorankommen. Aber die YouTube-Videos sind auch tatsächlich nur dafür da, dass man einfach diese ganze Sache zelebrieren kann, ja, diese ganze Grafik, dass man vielleicht auch ein paar besondere Sachen erzählen kann. Aber da muss ich mich selber erst noch so ein bisschen eingrooven, weil jetzt ist erstmal Leveln angesagt. Und bei den YouTube-Videos ist es auch so, ich habe jetzt auch 2 Tage Pause wieder, ja, ihr wisst ja, ich habe am Freitagnacht bis morgens um 4 das letzte Mal gespielt. Jetzt ist es bei mir in Echtzeit Montagabend um 22:45 und ich bin jetzt natürlich auch 2 Tage raus aus der ganzen Sache. So, aber diese Quest haben wir geschafft, ohne drauf zu gehen. Und ehrlich gesagt muss ich mal kurz eine kleine Pause machen. Ich öle nämlich wie ein Tier. Ich habe den Ventilator eben ausgemacht. Ich mache mal kurz den Ventilator wieder an, Freunde. Bis gleich. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt läuft der Ventilator. Ich habe mich ein wenig abgetrocknet. Oh, noch kurz Haare richten, ja. Man unterschätzt es total, ehrlich gesagt. Ich habe eben den Ventilator ausgemacht, weil ich gedacht habe, das ist ja gar nicht mehr so warm heute, aber es waren ja trotzdem wieder 31 Grad. Ich dachte eigentlich, die Hitzewelle wäre vorbei, aber ich habe gerade echt geschwitzt wie ein Tier. Und so, jetzt sollte alles gehen, ja. Jetzt haben wir die Quest im Prinzip gemacht. Die Birne ist nicht mehr ganz so heiß, weil ich ein bisschen kalte Luft an die Ommel krieg. Und wir sind schon das erste Mal draufgegangen. Also im Grunde kann jetzt gar nichts mehr passieren. Die Aufnahme läuft auch. Und ungefähr 20 Minuten nehme ich jetzt noch auf. So, jetzt muss ich den Questgeber finden. Ah, der ist zu Hause in Xibala. Das war der, das ist unser kleines Lager. Der Questgeber, der war ja hier an der Steilküste. Und jetzt reiten wir erstmal gemütlich zurück. Genau, in diese Richtung, in unser Dörfchen. Und hier ist etwas, was ich looten kann. Irgendwas Episches. So, das werde ich mir gleich mal... Das werde ich mir gleich mal greifen. Was war denn das? Blutmagiegefäß und... gezackter Reißzahn. Okay, nichts Besonderes, glaube ich. Irgendwas, was ich verkaufen kann. Vielleicht ist es auch Handwerksmaterial. Keine Ahnung. So. So, genau in die Richtung hier. Aber diese Gegend trotzdem, auch wenn sie gefährlich ist, auch wenn ich gerade von diesem Dunkeleisen-Typen da fertig gemacht worden bin, diese Gegend finde ich wirklich ganz speziell nochmal richtig, richtig wunderschön. Ich weiß nicht genau, wieso. Ich glaube, das ist so diese Mischung aus Bergen und Grasland und dieser Himmel und diese ganze Vegetation und so weiter. Das hat mich gerade ziemlich... zum Träumen verleitet, Freunde, und das hat gleich dafür gesorgt, dass ich draufgegangen bin. Wir müssen eindeutig zeigen, auf wessen Seite wir stehen. Quest beenden. So, und eine Quest haben wir noch. So, jetzt blende ich mal die Fährtensuche wieder aus, damit wir mehr Überblick haben über die Karte. So. Aber hier ist im Prinzip ja alles erledigt, gell? Mehr müssen wir gar nicht machen. Hier ist nichts mehr zu machen, oder?
Was mich wundert, ist, dass ich hier noch eine Quest abgeben kann. Was ist euer Begehr? Habt ihr die Quelle der Störung gefunden? Telemantischer Coup. So, mal schauen, welche Quelle der Störung meint er denn? Telemantischer Signalgeber platziert. Dazu müssen wir allerdings einen telemantischen Signalgeber in der Nähe des Auges platzieren. Dadurch kann ich das Auge und euch zurück in Sicherheit bringen. Die Allianz wird mehr ausgehen. Okay. Ulda Terrorflampe haben wir platziert. Ach so, in der Nähe des Auges von Xibala. Das ist vermutlich da eben, wo wir waren. Muss mal schauen. Habe ich hier einen Signalgeber? Vielleicht muss ich den da unten anklicken, oder? Muss ich den da unten anklicken? Ich habe ihn jedenfalls nicht im Rucksack. Okay, ich muss wahrscheinlich wieder zurückreiten. Ich muss zurückreiten und ich muss da unten noch was anklicken. Und das werden wir auch ganz schnell erledigen. Jetzt versuche ich mal, nicht wieder diesen fiesen Dunkeleisenzwergen in die Arme zu rennen. Sondern werde hier schön an der Küste lang reiten. Am besten ohne Interface, denn wir wissen ja, wenn wir das Interface ausmachen, sind wir absolut sicher. So, und jetzt ist die Frage, wo kann ich hier einen telemantischen Signalgeber platzieren? Wahrscheinlich muss ich hier irgendwas anklicken. Okay, dann versuche ich einfach mal hier durchzurennen und nicht alle Gegner zu brüllen. Den muss ich auf jeden Fall aus dem Weg räumen. So. Und hier müsste doch... Ah, hier ist der telemantische Signalgeber. Alles klar, dann müssen wir leider den Herrn Terrorflamme nochmal wegbumsen. So. Doppelt hält besser, Freunde. Ah, genau. Hier ist das Teil. Den habe ich eben nicht angeklickt. So. Jetzt sind wir definitiv fertig mit allem. Jetzt sind wir fertig. Und jetzt verpisse ich mich von hier. So, einmal skillig totgestellt. Okay. Sehr schön, Freunde. Und jetzt, glaube ich, sind wir fertig und wir sind durch mit allem. Nur nicht wieder da unten hinreiten zu den fiesen Zwergen. Sonst beißen mir die wieder in die Eier. Gepult habe ich noch keinen. Das war echt so ein ziemlicher, eine ziemlich unangenehme Begegnung. Wir verstecken uns nicht. So, wir können was, wir kriegen was Neues. Ich glaube, ich nehme mir die Stiefel, weil die werten mich auf jeden Fall auf. Und jetzt sind wir hier in Xibala, wie es aussieht, fertig, Freunde. Oder? Hier ist keine neue Quest. Hier ist definitiv keine neue Quest. Genau, also dieses Gebiet ist fertig. Und jetzt machen wir nochmal eine kleine, das was ich eben machen wollte, eine kleine Sightseeing-Tour durch Xibala. Und ich reite mal hier auf diesen Hügel. Und schau einfach mal, was dahinter ist.
Hier ist die Küste. Hier liegt ein riesiges Schiff. Wahrscheinlich, wenn ich auf dieses Schiff gehe, sind da auch lauter 120er. So, mal lieber gucken. Nee, die sind alle nett. Das sind alles Liebe. Die gehören alle zu mir. Die sind alle grün. Sehr schön. Akkordarbeiter der Zandalari. Wer ist das denn? Oh, oh, oh. Moment. Ach, das ist ein Spieler. Okay, das ist ein Spieler. Der macht mir nichts. Ist das am Ende eins von den Schiffen, mit denen wir hier gelandet sind? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir diesen kleinen Ausflug überlebt. Jetzt könnte man theoretisch auch hier lang reiten, an der Küste lang. Aber ich glaube, ich werde den Windreiter nehmen und zurück in die Hauptstadt fliegen. Denn wir müssen, ihr kennt das, erstmal die Stiefel mocken. Optik ist das Allerwichtigste bei World of Warcraft, ja. Die Stats und so weiter sind unwichtig, wie viel Angriffskraft man durch die ganzen Items bekommt auch. Man muss gut aussehen, Freunde, ja. Das ist das Allerwichtigste. Und zwar mit großem Abstand. Wenn man scheiße aussieht, dann hat doch das ganze Leben hier überhaupt keinen Sinn, Freunde. So. Also, dann würde ich sagen, fliegen wir zurück zum großen Siegel, denn da können wir eine Quest abgeben. Und vorher werden wir gemütlich moggen. Ich schaue mal aufs Öhrchen. Wir haben jetzt 9 Minuten, davor war die Folge 8 Minuten. Und ich lasse auch ein bisschen länger laufen, ein bisschen schneller laufen, weil ich das ja teilweise verkackt habe. Und deswegen 10 Minuten können wir noch spielen, dann sind wir ungefähr bei der halben Stunde. Und ihr merkt schon, das ist ja im Prinzip das, worunter das Let's Play von Legion, aber schaut euch das mal an hier, das Let's Play von Legion ein wenig gelitten hat, dass man im Prinzip ja immer nur halbstündige Folgen gemacht hat und in einer halben Stunde kann man ja überhaupt nicht leveln, das ist ja völlig unmöglich. Das ist viel zu kurz und ich habe ja teilweise auch nur 2 Folgen in der Woche gehabt und mit einer Stunde Spielzeit ist es klar, dass der Content von Legion nicht durchgespielt werden konnte. Aber zum Glück ist das ja jetzt ja alles anders, liebe Freunde. So. Zurück in unsere Hauptstadt. Wie heißt sie eigentlich genau? Das große Siegel. Dazar-Alor. Der Name, der ist nicht leicht zu merken. Dalaran und so weiter ist mir leichter gefallen. Dazar-Alor, okay. Gut, wir sind zurück in Dazar-Alor. So, und jetzt geht's erstmal Quest abgeben und dann runter zum Moggen. Und die neuen Stiefel anziehen. Vielleicht knacken wir auch die 40.000er Marke. Was unsere HP angeht. So, Quest beenden. 40 Gold, gar nicht schlecht. Sprecht mit König Rastakhan. Okay, wir müssen gleich wieder hoch zum werten Herrn König, aber bevor wir das machen, werden wir erstmal die Stiefel anziehen. Ja, die boosten uns nicht so, wie ich es erwartet hätte. Hat eigentlich dieses Teil noch irgendeine Bewandtnis? Erhöht die Beweglichkeit um 24, das macht glaube ich gar nichts mehr, oder? Ach so, zum Moggen müssen wir auch zurückfliegen. Zum Moggen müssen wir zurückfliegen an den Hafen. Genau. Also dann fliegen wir jetzt erstmal zurück zum Hafen, Freunde. Und dann zum König. So. Und während wir zum Hafen fliegen, werde ich erstmal wieder ein wenig die Sache schneller laufen lassen. Das hier ist die Folge der schnellen... Des schnellen Vorspuls und der Mickey-Maus-Stimme, Freunde, denn ihr wisst, wenn man moggen will und gleichzeitig questen, dann muss man den einen oder anderen Weg in Kauf nehmen. Aber, ey, guckt euch mal an hier, wie schön das ist. Der Mond scheint helle über Suldasar. Eine wunderschöne Gegend. Gefährlich und mysteriös und geheimnisvoll. So, hier ist der alte Markt. Hier müssen wir gleich hin. Genau, hier müssen wir gleich hin. Denn diese Stiefel kann ich auf gar keinen Fall so lassen. Aber ich glaube, ich muss einen nach unten, oder? Ich glaube, ich muss einen nach unten hüpfen. Genau, hier ist der... Hier hinten ist der... Hier ist er. So. Hier ist der Typ. So, Freunde.
Und der hat sich schon wieder meinen Bogen nicht gemerkt. Das ist echt zum Kotzen. Er merkt sich einfach nicht meinen Bogen. Das habe ich jetzt schon so oft gehabt. So, jetzt sind die Stiefel wieder schwarz. Und jetzt können wir unsere Aufgabe... Jetzt können wir erstmal wieder beim König vorreiten, Freunde. Ja, jetzt müssen wir uns nicht schämen. Aber auch dieser Hafen ist geil. Diese ganze Gegend hier, ja, mit diesen Handelsposten. Sieht schon sehr, sehr, sehr stimmungsvoll aus. Die Trolle haben sich hier wirklich etwas aufgebaut, Freunde. In dieser Welt, zumindest in Suldasa, haben die Trolle das Sagen. Und hier ist wieder so ein geiler Brutosaurier. Das sind schon wirklich coole Viecher. 5 Millionen kostet das Teil. So, wo ist der Windreiter? Da hinten. Aber ob man mit dem unter jeder Brücke durchkommt, wage ich mal zu bezweifeln. So, zurück zum großen Siegel. Aber auch hier wieder diese riesigen Bäume. Schaut euch das mal an. Allein dieser Baum, wenn man sich überlegt, da unten läuft man ja lang. Und dann diese gigantischen Bäume und diese Wasserfälle. Ich kenne das Spiel ja noch von der Alpha sogar, nicht nur von der Beta, sondern von der Alpha. Und die haben hier schon richtig, richtig viele Sachen noch verbessert. Das sieht wesentlich besser aus als zu Alpha-Zeiten. So, auf zum König, Freunde. Wir müssen jetzt hier wieder rein. Und dann müssen wir den Aufzug nehmen. Der fährt uns natürlich direkt vor der Nase weg, okay. Dann können wir uns ja hier mal so ein bisschen umschauen. Wer ist denn das hier? Ist das ein NPC? Sagt, der König schenkt euch Gehör. Oh, was hat der denn für geile Sachen? 350? Boah, krass. 350er Zeug gibt's hier schon. 350er Zeug. Jetzt habe ich nicht gesehen, was man dem geben muss, damit er einem die Sachen übergibt. Wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht habe. Wahrscheinlich irgendwas, was man sich in Instanzen oder Raids verdienen kann. So, der liebe König. Und ich glaube, der eine Typ hier... Sandala ist immer da. Ich glaube, irgendjemand von denen hat was gegen uns. Einer von denen, der kann uns nicht leiden. So, vielleicht sollte ich ihn... So, Moment. Ihr habt euch also für den Pfad von Gonk entschieden. Möge der Loa euch immer die Spuren eurer Feinde zeigen. Ich persönlich folge dem Rat von Rezan, dem Teufelsaurier Loa, der Könige. Wir haben ihn allerdings seit Jahren nicht mehr gesprochen. Vielleicht sollte ich ihn mal wieder besuchen. So, kleine Azeritsprinte. Ich muss jetzt auch mal schauen, wie lange die Folge noch geht. Na, ein bisschen können wir noch. Ich sehe Feinde nahen, die den Thron für sich beanspruchen. Mögen eure Feinde. Sie sind fast beim Kriegshafen der Rastari. Wir sollten uns nach Sanchul zurückziehen, solang's noch geht. Habuto, Solani, ihr und die Stimme der Horde sichert den Kriegshafen. Heute wird nicht der letzte Tag meiner Herrschaft sein. Die zwei verziehen sich und der ist dem König gerade schön ins Wort gefallen. Das finde ich überhaupt nicht gut. So, wir haben auch einen neuen Bonus für die Artefakt, für unser Halsartefakt bekommen, für das Herz von Azeroth. Ihr wollt eure Verbundenheit mit den Zandalari beweisen, dann trefft mein Schild und meine Klinge am Hafen und bringt die Lage wieder in Ordnung. Trefft Habutu und Solani am Kriegshafen der Rastari. Okay, und jetzt ist die Frage... da müssen wir nicht hin. Ein Hafen in Not. Wir müssen da unten hin. Alles klar. Haben wir denn da einen Flugpunkt überhaupt? Ich glaube, da können wir... Ich glaube, da reiten wir hin, oder? Da reiten wir hin. Da werden wir hinreiten.
mit mir. Genau, die kann ich ver... Nee, die kann ich... Die muss ich wieder... Die darf man auf keinen Fall verhökern, Freunde. Das ist ganz wichtig in Battle for Azeroth, dass ihr solche Sachen nicht verkauft. Das könnt ihr alles verschrotten und dann bekommt ihr Mats. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Aber ich denke mal, das weiß jeder von euch. So. Ein Hafen in Not. Da können wir die Quest abgeben. Dann werden wir da jetzt noch hinfliegen. Und dann war es das mit dieser Folge, mit dieser kleinen Folge in Xibala und in Dazar Alor, unserer Hauptstadt. Und dann gucke ich mir gleich nochmal an, was wir überhaupt brauchen, um die geilen, fetten 350er Sachen zu kriegen. Wahrscheinlich irgendwas aus einer Instanz. Ist euch klar, wer ich bin? Nein, mir ist überhaupt nicht klar, wer du bist. Oh, geil. Man kann einen Pterodax kaufen. Guckt euch das mal an, was mir hier geil ist. So, benötigt Sanalari Imperium respektvoll. Wir müssen 120 sein. Okay, 335, alles klar. Also wir bekommen hier geile Klamotten. Wir können einen Pterodax kaufen, der kostet schlappe 11.000 Gold, das ist ja im Prinzip gar nichts. Sehr schön, also wir bekommen einen Pterodax für 11.000 Gold. Kobalt-Pterodax, das heißt, der ist wahrscheinlich blau. Mal gucken, Moment, das werde ich mir mal genau ansehen, Freunde. Das möchte ich genau wissen, wie der aussieht. Machen wir alles in dieser Folge. Ob der überhaupt cool ist. Ich hoffe, das schreibt man so. Kobalt Pterodax. Okay, hier, da. Die Evo-Head. Jetzt gucken wir mal, wie das Teil aussieht. Okay, das ist so ein blaues Viech. Der sieht eigentlich ganz geil aus. Da kann man gar nicht meckern. Und auf dem Screenshot der Typ, der sieht auch schon so aus wie ich. Also, ich glaube, mit dem können wir uns anfreunden, Freunde. Kein Problem. So. Und die hier, die heult nur. Das ist eine verzweifelte Bürgerin. Alles klar. Dann werden wir jetzt uns auf den Weg machen zu unserer neuen Aufgabe. Aber hier gibt es wahrscheinlich nichts. Und ihr wisst ja, das haben wir im Stream besprochen, die Kriegskampagne, die man hier unten machen kann, die werde ich dann machen, wenn ich 118 bin. So, jetzt werden wir erstmal aufbrechen zu einem Hafen im Not. Hier in der Nähe ist ein... da ist ein Flugpunkt. Sehr schön, das heißt, hier können wir direkt hinfliegen. Und dann müssen wir den ganzen Weg nicht reiten. So, ein Hafen in Not. Kriegshafen der Rastari. Sehr schön. Dann fliegen wir dahin. Wunderbar. Und ich glaube, da sind wir eben auch drüber geflogen. Das war, glaube ich, diese riesige Tempelanlage da im Süden, genau. Hier ist dieser Weg. Hier habe ich gerade eben ja über diesen Baum geschwärmt. Genau, das ist diese Tempelanlage. Vielleicht werden wir hier jetzt spielen. Vielleicht werden wir hier die nächste Folge uns aufhalten. So, Flugmeisterin, diesen Punkt haben wir schon entdeckt. Zolani, Klinge des Königs und Habutu, die sind schon vorausgeeilt. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier einen Ruhestein oder einen Platz habe. Aber ich glaube, jetzt gebe ich erstmal hier die Quest ab bei Zolani. Wir bekommen 2 Gold und 2 Silber. Das ist übler, als wir dachten. So, tötet 8 Marodeure oder Unterwerfer der Chaotin oder aufgeladene Wächter. Und nächste Quest.
Ruf 12 Verteidiger der Rastari zusammen. So, annehmen. Alles klar. Hier müssen wir in der nächsten Folge gleich Ärsche treten. Und da oben ist noch die nächste Quest. Genau, die ist hier bei dem da. Findet Kasajins zurückgeholten Schmuck, den Zauber verlernten der anderen Seite und die verehrten Überreste. Okay, prima, Freunde. Dann werden wir hier weitermachen in der nächsten Folge. Entweder in der nächsten Folge oder im Stream. Ich muss es mal sehen. Aber auf jeden Fall machen wir hier jetzt an dieser Stelle Schluss, denn wir haben jetzt auch genau die 30 Minuten. Und so ist es eben, wenn man eine YouTube-Folge macht. Aber so soll es ja auch sein, Freunde. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn ihr es noch nicht wisst, der nächste Stream kommt, wie gesagt, am Mittwoch 22 Uhr. Und dann den üblichen Freitagsstream gibt es um 23 Uhr. Der ist dann Open End. Der ist letztes Mal auch wieder bis 4 Uhr gegangen. Ja, richtig lange. Deswegen musste ich die Folgen auch in zwei Teile splitten. Ich muss mal gucken, wie wir das in Zukunft lösen, ja, weil das relativ viel Arbeit war. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da und abonniert mich, wenn ihr wollt. Und macht die Glocke an, auch ganz wichtig. Und ansonsten, wir sehen uns hier in der nächsten Folge oder im Stream. Das muss ich noch entscheiden. Also, bis dann. Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal mit eurem Udinator. Ciao. Beginnings. What keeps the planet spinning?